Hello, my friends. This is Mrs. Stoic again with you. This time we have a very special guest, a friend of mine. We studied together, and I would like to introduce her to you. She's going to talk to us about how she learned German and why. I hope you enjoy it. Oh, and in case you haven't done it yet, don't forget to turn on the subtitles, the English ones. Hallo. Hi. Möchtest du dich mal kurz vorstellen? Klar. Ich bin Monika Kania. Ich komme aus Chile, Lateinamerika. Ja, Chile ist ein ganz, ganz langes Land. Ne? Aber ich komme aus der Mitte, aus Concepción. Und was ist deine Muttersprache, Monika? Spanisch. Also ganz Lateinamerika, außer Brasilien, spricht Spanisch. Wo wohnst du? Wohnst du in Chile? Nein, in Bielefeld, Deutschland. Ach so. Und seit 14 Jahren. Seit 14 Jahren schon? Genau. Wow. Was machst du von Beruf? Ich bin Lehrerin an einer Gesamtschule. Ich unterrichte Spanisch. Wann hast du Deutsch gelernt und wie eigentlich? Seitdem ich in Deutschland bin, bin ich mit Deutsch angefangen. Also an einer Sprachschule, eine ganz normale Sprachschule, das war eigentlich die Basis, damit ich eigentlich das Skelett der Sprache lerne. Also die Strukturen und die Basis und all diese Dinge, die man eigentlich fürs Leben braucht. Und natürlich, also die Sprache kommt danach mit dem Alltag, mit den Einkaufen gehen, mit Freunden ausgehen und so weiter. Also aus der Erfahrung, man erwirbt die Sprache. Wieso hast du denn Deutsch gelernt? Aus welchem Grund? Ich wollte immer nach Europa. Ich habe immer von Europa geträumt. Ich wollte erstmal nach Schweden. Es hat nicht geklappt und es hat sich einfach ergeben, dass ich einfach nach Deutschland komme. Und ich bin glücklich. Also ich glaube, Schweden wäre einfach nicht für mich gewesen. Also das war doch die richtige Entscheidung. Richtig, genau. Aha. Und wie lange hat es eigentlich gedauert, bis du richtig Deutsch sprechen konntest? Also, das ist ja nicht so einfach. Nach 3 oder 4 Monaten konnte ich schon was sagen. So schnell schon? Ja, also die ganz, ganz, ganz Grundsatz. Plus, was ich sagen wollte, ist, Deutsch kann man wirklich, wirklich richtig und in ganzen Sätzen und sich 90% ausdrucken und verstehen können erst mal nach 7 Jahren. Also es hat ja eine Weile gedauert, ja? Yes. Ja. Okay. Nächste Frage. Findest du eigentlich, dass Deutsch eine schwierige Sprache ist? Aber ja, natürlich. Wo? Oh. Was war denn für dich am schwierigsten? Nomen und Substantiv in der richtigen Endung. Also zu bringen, vor allem. Ne? Mhm. Also das mit den Verben, Vergangenheit oder Gegenwart oder Zukunftsform oder Passiv-Aktiv-Konstruktion, das ist ja leicht für mich. Halt, ne? Plus dadurch, dass wir nur 2 Artikel haben in Spanisch, also en und la, ja, wer wie das wird immer kompliziert. Also man muss immer wissen, was für ein Artikel ein Wort hat und danach irgendwie die richtigen Endungen bilden. Und das ist ja für mich immer noch schwierig. Also ich finde jetzt immer eine Lotterie. Also die Endungen sind immer noch eine Lotterie. Trotzdem du sprichst du aber mit Deutsch. Ja, also ich traue mich nicht. Träumst du manchmal auch auf Deutsch? Ja. Echt? Immer. sag mal, welches deutsche Wort ist eigentlich dein Lieblingswort? Oh, es gibt viele, ganz viele. Zum Beispiel? Schmetterling finde ich schön. Ja, Schmetterlinge sind immer schön. Eichhörnchen, obwohl ich dieses Wort immer noch nicht richtig aussprechen kann. Und dieses Tier ist einfach süß. Ja. was gefällt dir so sehr an Deutschland?
die Menschen, die Freiheit, vor allem die Freiheit. Gibt es nicht so viele Freiheit zum Beispiel in Chile? Vielleicht doch, aber ich finde halt einfach, ja, also man sagt, was man meistens denkt. Und was gefällt dir nicht an Deutschland? Oh, soll ich das sagen? Nur was Nettes. Nicht. Oder nicht so gut. Vielleicht Spontanität. Ja, das gebe ich dir auch recht. Ja, genau. Also man plant alles und das ist natürlich so ein Unterschied zwischen Chile und ja, meine zweite Heimat. Das gefällt mir, dass du es so nennst. Ja. Was würdest du, also zum Schluss, was würdest du unseren Zuschauern raten, warum sollte man heutzutage Deutsch lernen? Oh, es gibt viele, viele Gründe. Aufgrund der Wirtschaft zum Beispiel, die immer wächst und ja, einfach sich an Kulturen interessieren, das ist immer der beste Grund für mich erstmal. Ne? Ich habe Deutsch gelernt deshalb, weil ich ja sehr, sehr an die Kultur interessiert war und auch wegen meinem Job. Ich brauche die Sprache. Ja, unbedingt. Also Monika, ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du bei uns warst. Dankeschön. Und wir hoffen, dich nochmal in der Zukunft zu sehen. Auf jeden Fall. Danke dir. Danke auch. Tschüss.